Der Beauftragte der Bundesregierung für die Opfer des Berliner Terroranschlags, Kurt Beck, legt am 13. Dezember seinen Abschlussbericht vor. n-tv.de gewährt er erste Einblicke auch in sein Gefühlsleben. n-tv.de, Herr Beck, man muss davon ausgehen, dass Ihnen viel Leid begegnet ist, seit Ihnen die Bundesregierung am 8. März den Posten offiziell anvertraute. Wie war es für Sie? Schlimmer als erwartet. Kurt Beck, ich dachte, ich sei auf die Aufgabe gut vorbereitet. Denn als Politiker bin ich immer wieder Menschen begegnet, die mir von ihrem ganz persönlichen Leid berichtet haben, darunter Opfer des Rammstein-Unglücks. Aber die Gespräche mit mehr als 80 der Überlebenden und Angehörigen der Ermordeten vom Breitscheidplatz sind mir weitaus mehr an die Nieren gegangen, als ich es jemals geahnt hätte. Sinnloses Morden in der Absicht, unsere Gesellschaftsform anzugreifen, ist eine ganz andere Dimension. Jedoch möchte ich hier gleich betonen, dass es nicht um mich geht, sondern um die Opfer und Hinterbliebenen. Diese Haltung wird sicher jeder nachvollziehen können. Als Bundesbeauftragter sind Sie aber derjenige im Land, der an allen Opfern nah dran ist und seriös Auskunft geben kann. Was war das Traurigste, was Sie in den Gesprächen erlebt haben? Ich habe eine junge Frau getroffen, die beide Eltern verloren hat. Da denkt man, kann es noch Schlimmeres geben? Dann trifft man einen Menschen, Anfang 40, der sein Leben lang schwerst behindert sein wird, wenn kein Wunder geschieht. Ich könnte weitere Fälle nennen. Für jeden einzelnen Menschen ist es ein schwerer Schlag, ohne dass ich mir anmaßen würde, das eine über das andere Schicksal zu stellen. Einschneidend und traumatisch ist es für alle. Standen all den Begegnungen mit Leid und Kummer auch positive Erlebnisse gegenüber? Auf alle Fälle, ich hatte viel konstruktive Hilfe von Behörden, Wirtschaft, Versicherungen, vom Weißen Ring und dem Roten Kreuz. Alle haben gut zusammengearbeitet. Hervorheben möchte ich auch privates Engagement. Die große Anteilnahme aus der Bevölkerung hat mich überaus beeindruckt. Sie zeigte sich auch finanziell. Ein bekannter Mann aus Wissenschaft und Wirtschaft hat sich gemeinsam mit seiner Ehefrau bereit erklärt, der jungen Frau, die Vater und Mutter bei dem Attentat verloren hat, das Studium komplett zu finanzieren. Wie gehen die Opfer damit um, dass alle paar Wochen eine neue Panne bei der Beschattung von Anis Amri bekannt wird? In den seelischen Wunden, die noch nicht verschlossen oder gar vernarbt sind, wird jedes Mal wiederum gebohrt. Die Frage, warum der Anschlag nicht verhindert wurde, kann man doch absolut verstehen. Die stellt sich jeder, erst recht Opfer und Hinterbliebene. Wo Menschen sind, passieren Fehler. Aber der Versuch, sie auch noch zu vertuschen, ist für alle direkt Betroffenen seelisch sehr verletzend und, wenn überhaupt, schwer zu verkraften. In den ersten Wochen nach dem Anschlag gab es viel Kritik zu dem Umstand, dass die Opfer und ihre Angehörigen vom Staat allein gelassen wurden. Haben Sie die Wut zu spüren bekommen? Ja.